Jetzt, wo wir die richtige Einstellung getroffen haben, sowohl von der Sattelhöhe als auch der Einstellung in der horizontalen, schauen wir uns an, wie verändern wir jetzt hier vorne die Lage vom Lenker. Das heißt, gegebenenfalls die Vorbaulänge anzupassen, denn die beeinflusst, wie gestreckt oder wie gestaucht sitzen wir, als auch die Vorbauhöhe, also wie tief oder wie hoch sitzen wir. Wichtig ist, dass ihr den Schritt erst macht, nachdem der Sattel richtig eingestellt ist. Denn jetzt wissen wir ja, dass wir genau richtig sitzen von der Knieeinstellung. Das Knie befindet sich im Lot. Das heißt, da an dieser Position wird nichts mehr verändert. Also fangen wir zunächst an mit der Vorbaulänge und wie sie unsere Position auf dem Rad beeinflusst. Ja, je nachdem, wie lang der Vorbau ist, sitze ich entweder etwas gestreckter oder ein bisschen kürzer und kompakter. Die ideale Einstellung sieht vor, dass die Arme immer noch leicht angewinkelt sind. Denn nur so kann ich quasi Schläge, die vom Untergrund kommen, abfedern.